Hallo, ihr Steinverrückten. Eine traurige Nachricht. Immer mehr Vögelarten sterben aus. Deshalb habe ich euch auch meinen kleinen Piepmatz mitgebracht. Und zwar das Wintergoldhähnchen von Blue Bricks. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und heute geht es um das Blue Bricks Wintergoldhähnchen. Meine Güte, ich bin ehrlich, ich kannte den Vogel im Vorfeld nicht. Ich kann euch auch leider keinen Sound abspielen, wie er klingt, aber ich kann ihn euch zeigen. Ich war nämlich mit dem lieben Laszlo von Es ist Steinzeit, einem guten Koblenzer Kumpel, war ich im Blue Bricks Laden. Da haben wir uns getroffen und da habe ich mir das Wintergoldhähnchen mitgeholt. Für 9 Euro fand ich das einen fairen Deal. Was sind jetzt 140 Steine? Das ist auch nicht so wahnsinnig, aber ich wollte es halt einfach mal sehen. Und ich glaube, ich kann das mal vorweg spoilern. Das macht schon Spaß. Mal was ganz Schnelles. 142 Teile. Keine Bauschrittsunterteilung. Ich bin schon ein wenig überfordert, muss ich ganz ehrlich gestehen, als alter Lego-Bauer. Aber ein wunderbares Bügelperlen-Hilfsortier- oder Bügelperlen-Benutzersatzstäbchen oder so. Das ist dabei. Freue ich mich schon drauf. Bügelperlen ist ja immer super. Nicht. Aber trotzdem, ich habe Spaß. 100 paar zerquetschte Teile. Das nageln wir jetzt mal schnell zusammen. So, da sind wir fast schon fertig. Wintergoldhähnchen kann nicht so wirklich stehen. Das liegt aber auch, glaube ich, an meinem Tisch. Denn das Ganze wird ja drapiert hier drauf nachher. Dann funktioniert das sehr gut. Bis hierhin war es putzig zu bauen. Echt. Das Ganze, dadurch, dass es links und rechts war, habe ich immer einen Schritt übersprungen und immer gleichzeitig gebaut. Und es war bisher putzig. Ich bin jetzt gespannt, machen wir es noch fertig. Und das war dann ein schönes kleines Ding für zwischendurch. Irgendwie fein. Das fertige kleine Vögelchen. Ist es nicht herzallerliebst? Komm, ich hol's euch mal ganz nah ran. So sieht das Wintergoldhähnchen aus. Lustigerweise wird er ja immer groß getönt. Wir haben hier Bügelperlen und ähnliches. Man braucht nur eine einzige Bügelperle, nämlich nur, um hier auf dieser Unterseite diese Käseecke festzumachen. Sonst wird keine Bügelperle gebraucht. Und so sieht das Ganze dann aus in der Hand. Ein putziges, kleines Tirili-Vögelchen. Also, ich find's wirklich süß, muss ich echt sagen. Mit dem schönen Halter unten, Halterung unten drunter, mit dem Stöckchen, was da so angedeutet ist. Ich find's einfach putzig. Das ist echt süß. Die Klemmkraft ist ganz toll. Ich habe keine Fehlteile. Das war einfach super in Ordnung von vorne bis hinten. Und komm, 9 Euro, holst es mal mit, hast ein bisschen Spaß, hast große Teile, wie man insgesamt schon so sieht. Dafür finde ich's voll okay. Also, ich hatte definitiv meinen Spaß an dem Ganzen. Gibt es hier Schwachpunkte? Nö. Nur, dass man mein Rotkehlchen und mein Kohlmeißchen nicht da hatte, was ich sogar noch lieber gehabt hätte. Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat mir Spaß gemacht. Ein wunderbares kleines Vögelein. Und was sagt ihr? Ich sag mit Jimmicks Worten ein possierliches kleines Tierchen. Das klang jetzt mehr wie Marcel Reich-Ranicki. Egal. Nichtsdestotrotz ein fernsehbekanntes Gesicht. Googelt mal Jimmick, wenn ihr es schreiben könnt. Ich bin halt alt. Ich finde ihn, ich glaube, fast 1:1 groß. Ich kann immer noch nicht sagen, wie er tirilliert, der liebe Vogel. Aber ich finde ihn sehr gelungen, muss ich sagen. Ich habe Spaß gehabt beim Bau. Es war putzig. Es ist sein Geld wert. Werde ich das Ding nochmal los? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nein. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es ist ein schönes Tier. Der Bau hat Spaß gemacht. Das ging leicht von der Hand. Kann man auch mal Kindern in die Hand drücken. Und es war das ein oder andere dabei, bei dem ich schon gedacht habe, ach, sieh mal einer, guck, das ist jetzt eine interessante Lösung für sowas. Also, durchweg eine Empfehlung für die kleinen Blue Bricks Sachen. Ich fand's wirklich gut. Steine in Ordnung. Design voll in Ordnung. Spaß war auch dabei. Grüße gehen raus an Laszlo. Macht euch eine gute Zeit, bleibt steinverrückt. Bis bald. Ciao, ciao. Zweite Runde, vielleicht denke ich diesmal dran, auf den Play-Button zu drücken. So, läuft das noch? Das läuft noch, okay. Hallo, ihr Steinverrückten. Ach, eine traurige Nacht.